Ja, ich meine, das werden wir sehen. Werden wir sehen. Jetzt wird es deep. Ich bin auch sehr gespannt. Ihr wisst, deep Tracks catchen mich sehr oft, ja. Deep Tracks catchen mich sehr, sehr oft. Max ist auch am Start, Bro. Was geht ab, Bro? Was geht ab? Einen wunderschönen guten Tag wünsche ich dir. Pantubi. Pantubi auch am Start. Willkommen. So, Leute. Romina. Romina. Wir hören rein. Servus an Spyber nochmal. Kuss, Kuss, Kuss. Romina ist am Start mit 9 bis 40 PM. PM. Ich habe keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung. Aber ich bin wirklich gespannt. Ist ein deepes Thema, deswegen auch Respekt vor seinem Chat und so. Hören rein, Freunde. Reganos, willkommen, Bro. Das Intro muss es sein mit der Musik. Muss es sein. Ach, 9. Ah, okay. 20 vor 10. Jetzt kenne ich den Titel auch. Oh, der Titel erinnert mich an die ersten. Woran erinnert mich das? Das erinnert mich an irgendeinen Song. Aber nur dieser Anfang erinnert mich an irgendwas. Das ist ein Einstieg von irgendwas. Das erinnert mich an irgendeinen Song, Alter. Bah, an welchen Song erinnert mich das? Mockingbird ist es nicht. Es ist irgendwas ganz anderes. Egal. I sat on my floor crying, and I cried the whole time because there are still moments where I have no hope, and there are still moments where I want to kill myself, where I want to run away from my problems. But through the writing process from this song, I realized that every bad thing that happens in our lives needs to happen. Every pain needs to be felt, not to kill us, but to make us stronger. So no matter how bad you feel or how lost you are at the moment, always fight for your happiness. So listen to my song and then go back to your life and fight for your life. Okay, ja, wird schon krass Gänsehaut, Mann. Das ist krasse Atmosphäre jetzt, Real Talk, krasse Atmosphäre, krasse Atmosphäre. Do this, I promise. Und auch sehr schönes Instrumental, sehr, sehr schönes Instrumental, muss man sagen. Schaut uns erstmal an Noah O'Malley für das heftige Instrumental. Heavy, Alter. Das ist heavy. Das ist heavy. Gerade mit dem Ding davor, wo sie erklärt hat, wie dieser Song zustande gekommen ist, in welcher Situation diese Worte aufgeschrieben worden sind. Und dann, dass sie passend dazu, dass es wirklich noch härter kickt, so Aufnahmen aus ihrem Leben, aus ihrer Kindheit zeigt. Das war heavy, Alter. Holy fuck, Mann. Das ist ein starker Song. Nicht nur wegen dem Thema und der Geschichte dahinter. Auch ich finde auch die Herangehensweise an diesen Song. Sie hat eine sehr, sehr schöne Stimme und sie placed zum Beispiel die Einstiege
anders als ich sie gesetzt hätte und anders als ich sie erwartet hätte und trotzdem hört es sich nice an, so. Der Aufbau vom Song ist anders als man erwarten würde, irgendwie, finde ich, so, dass man hat so kleine Überraschungsmomente drin. Das Ganze kickt halt emotional noch viel, viel mehr, dass man diese Aufnahmen sieht von einem Mädchen, was einfach Spaß am Leben hat, was glücklich ist, was mit den Freunden irgendwie so Scheiße macht und whatever. Und das einfach und scheinbar halt nach außen so ein perfektes Leben hat, sag ich mal, Anführungsstrichen, oder ein glückliches, schönes Leben hat. I got these pills and put them in my throat. Later I found me in a hospital. Not everything was okay on a time ago. Now I'm writing my story on this paper. Instead of putting my arm to this razor, maybe get the time to change. Bro. Das ist heavy, Mann. Holy fuck, Digga. Das ist heavy. I'm writing my story on this paper. Instead of putting my arm to this razor, maybe got the time to change my life. But now it's time to stay alive. Someday I'll find myself again. Even if I still feel the same old pain, I know that I can do this shit today. Was ihre Eltern? Sei dann raus. Das ist krass, Mann. Und es hat sich so danach angehört, wie sie halt diese Zeile, I need to stay alive, dass sie in diesem. Es ist halt krass, dass es in diesem Moment halt passiert ist. Und dass sie dann aus der Musik die Motivation gezogen hat oder aus diesem Song diesen Text zu schreiben, die Motivation gezogen hat, weiterzumachen. Holy fuck. Und sie hat auch dazu halt noch eine sehr, sehr angenehme Stimme. Eine wirklich angenehme Stimme, finde ich. Und es war ein fucking guter Beat dazu. Auf Sneaky noch Werbung, aber gönne ich ihr. Möchte noch mal zum Beispiel hören. Ist ein fucking guter Beat, Alter. Damn. Wirklich strong. Okay. Ich habe erst gedacht, dass sie allein nur wegen dem Thema so ein bisschen gut bewertet war. Was ja auch nicht schlimm gewesen wäre, so. Was ja auch nicht schlimm gewesen wäre. Aber es ist musikalisch auch wirklich krass gut. Es ist musikalisch halt wirklich krass. Krass gut, muss ich sagen. Und ich finde es fast ein bisschen erstaunlich oder auch schön, einfach schön, dass das auf dem Julians Blog-Kanal so gut angenommen wird und so positiv angenommen wird, Alter. Damn, sehr, sehr nice. Und ich glaube, das ist halt auch ein Song, der vielen Leuten auch helfen kann, einfach. Der vielen Leuten helfen kann. Oder selbst wenn es nur eine Person ist, die ihr helfen kann, ist es schon mehr als genug. So, wisst ihr, wie ich meine, so. Und im Endeffekt hat dieser Song ja schon ihr geholfen in einer Situation. In einer ganz komischen Art und Weise, so deswegen. Heftig, Alter. Boah, von der Atmosphäre her werde ich sagen, kommt da nichts mehr ran, egal was wir uns noch geben werden. Und das ist einfach krass gewesen, natürlich auch, dass sie darüber redet und so. Und wie es untermalt war, aber auch aus musikalischer Sicht sehr, sehr angenehmer Song, sehr, sehr schöner Song, so. Wirklich nice. Ich gebe 10 von 10 einfach. Ich gebe 10 von 10 für das, was es sein
Für das, was es sein möchte, sage ich mal, so gebe ich eine 10 von 10. Ich wüsste nicht, wie der Song besser sein könnte. Ja, von daher. Sehr, sehr krass, Alter. Chat sagt auch 10 von 10, 11 von 10, 9,5 von 10, 9 von 10, 10 von 10. Gänsehaut pur halt. Ja, Mann. Mit den Worten von Pantobi beenden wir das YouTube-Video, Freunde. Subscribed auf jeden Fall den Channel. Checkt den FloFlo-Live-Kanal ab, wo die anderen JCC-Qualis alle hochgeladen werden. Und folgt auf Twitch rein. Das war's von mir. Habt einen wunderbaren Tag. Bleibt fresh, so wie immer. Und ciao.